Moin Leute und willkommen zu meinem ASOS Haul. Was ich hier bestellt habe, wird Romina gleich bewerten. Trash oder richtig guten Stuff. Ich bin gespannt und habe auch schon die ersten Pieces an. Und zwar diese Jeans, wirklich ein bisschen zu eng für mich. Ich hätte sie mir eine Nummer größer bestellen sollen, obwohl ich die normale Größe habe. Wirkt sie sehr, sehr eng und etwas hochgeschnitten. Dazu die, ich weiß gar nicht, ob man das sieht mit den weißen Socken. Romina lacht schon. Die Nike Air Force Botten, oder wie sagt man dazu? Wie würdest du es sagen, Romina? Schreckliche Schuhe. Hey, noch nicht bewerten. Nike Air Force Botten. Ich habe sie in meiner normalen Größe bestellt und sind mir zu klein. Ihr seht, ich hänge da leicht drüber. Sind aber neu auf dem Markt. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und ich ziehe jetzt die erste Jeansjacke an und bin gespannt, was Romina dazu sagt. Was sagst du? Soll ich den kompletten Look oder nur die einzelnen Sachen? Beides, beides. Kompletter Look, 5 von 10. Warum? Die Jacke ist furchtbar, weil ich finde, diese Waschung hier sieht einfach assi aus. Und die Hose mag ich gerne vom Stoff her, aber ich finde, man sieht, dass die einfach nicht sitzt. Deswegen. Zu klein? Ja, deswegen Flop. Und die Schuhe sind einfach richtig Müll. Also ich finde die Jacke eigentlich ganz cool. Ich finde diese Waschung auch nicht schön, aber sie ist gepuffert. Sie hat so ein bisschen Bomberjacken-Flavor. Ich finde die echt gemütlich. Aber ja, die Waschung ist nicht gerade nice und die Hose ist ein bisschen zu kurz. Nächstes Outfit und ihr seht schon, ich bleibe bei den Jeans-Looks bzw. Jeans-Hemden. Ich werde die schnell durchwechseln und dann wird Romina gleich mal was dazu sagen. Und zwar habe ich hier das von Hollister. Es ist eine Nummer zu klein, weil es einfach nicht mehr eine Nummer größer gab. Deswegen wollte ich es mir trotzdem nochmal angucken. Es ist gefüttert. Ich mag es eigentlich echt gerne. Ich bin gespannt, was Romina gleich sagt, aber es ist einfach zu klein. Nächste Jeansjacke am Start und ich glaube, die ist etwas passender zu der zu kleinen Jeans. Ich mag die richtig gerne, hat einen richtig coolen Fit, ist oversized geschnitten. Wenn ihr das hier mal seht, ich habe das an der Taille etwas schmaler gemacht, weil ich doch recht schmal hier bin und dann oben etwas breiter werde. Genau, Basic Jeansjacke, nicht gefüttert, genau so wie man sie kennt. Die dritte Jeansjacke im Bunde hat eine etwas andere Waschung, ist aber ähnlich von dem Fit von der vorigen. Ich habe sie diesmal nicht enger gemacht, damit ihr mal den Originalschnitt auch seht. Wie gesagt, leicht oversized und eine helle Waschung. Und jetzt bin ich gespannt, was Romina dazu sagt. Ich fange hier an, Nummer 1. 2 von 10. Die zweite, 10 von 10. Und die mag ich wieder nicht so gerne, weil ich diese gelben Nähte dazu nicht so geil finde. So, nächstes und anderes Outfit. Keine Schuhe, weil es so ein bisschen Strandlook gefühlt hat, auch wenn es die Farben nicht dazu hat. Ansonsten feiere ich die Hose eigentlich sehr. Ich habe davon auch schon einen in Beige. Ich blende euch das nochmal ein, wie das aussieht. Hose finde ich top. Ich mag auch die, die du in Beige hast. Ich glaube nur, dass du blau nicht so viel tragen wirst. Hemd mag ich sehr, sehr gerne, aber ich glaube, dass der Stoff nicht so bequem ist, oder? Weil das so unstretchy ist. So, Freunde, letztes Outfit und ich habe nochmal das Hemd in rosa getauscht mit einer richtig coolen Shorts, die auch so ein bisschen Line-Stil hat. Deswegen auch wieder ohne Schuhe, kann man richtig easy am Strand tragen. Fühle mich etwas wohler, weil das Hemd nochmal größer ist und die Hose hat hier oben sonst Dreckspund, mag ich auch sehr, sehr gerne. Romina ist busy. Julian, was sagst du? Line erstmal genial, finde ich top. Stylisch für den Sommer, leicht und locker. Farbe, so eine 5 von 10 würde ich sagen. Hemd generell 10 von 10. Hose auch 10 von 10. Ich meine, mit Line kann man nichts falsch machen. Allerdings keine schwarze Boxershorts zum Beispiel. Bitte. Man sieht das durch, ne? Ich habe die von eben noch an, das habe ich auch gemerkt, aber vielen Dank für den Hinweis. Ja. Und oben habe ich auf jeden Fall keinen Tanktop drunter, das ist einfach nur mein Bart, den ich hier noch drunter trage. Also aufgepasst bei der Klamottenauswahl, ihr müsst euch rasieren. Ja, das war mein Haul mit ASOS.